Willkommen zu einer Extra-Ausgabe der Game News aufgrund eines Großereignisses. In der polnischen Stadt Katowice findet an diesem Wochenende vom 13. bis 15. März die Intel Extreme Masters Katowice 2015 statt. Vor Ort können dann die rund 12.000 bis 15.000 Zuschauer in der Spodek Arena und umliegenden Bühnen den Zockern beim Zocken zusehen. Insgesamt 4 Spiele werden gespielt, die da sind Hearthstone, League of Legends, StarCraft 2 und wie hieß nochmal dieses eine Spiel? Counter-Strike! Dankeschön. Wir haben einige exklusive Bilder vor Ort zugesendet bekommen und unsere Korrespondenten Marek, Pavel und Oleg sagen, ich zitiere: Kurwa, hier ist die Hölle los, was ne krasse Scheiße, Kacke, hoffentlich geht der Wodka nicht alle. Die Stimmung scheint also ausgelassen und sportlich zu sein, hier ein Fan, der etwas über seinen Bizeps sagen möchte. Wer das Event verfolgen will und nicht nach Polen tuckern möchte, kann dies im großen, weiten Internet tun auf twitch.tv. Allein den Start haben schon knapp 500.000 Menschen gesehen und war damit erfolgreicher als jeder Uwe Boll-Film. Am Sonntag gibt es dann von uns eine Spezialausgabe und einen detaillierten Bericht zu dem Event in Katowice. Hier noch ein Bild von süßen Katzenbabys. Dankeschön fürs Zuschauen, das war's hier von den Game News. Jetzt folgen die Simpsons. Kommen Sie gut durch die Nacht. Bis dann.